Und Renderdistanz ist auch nicht auf Tinte, sondern auf normal. Also Tinte, Tiny, was auch immer. Ich würde es Tinte nennen. Kann man eigentlich auch die Länge schon die verändern, weißt du das? Was die? Hat er keinen Plan, wie immer. Stimmt's? Hast keinen Plan. Ach, jetzt nerv ich mit dem Schwert. So, so, zack. Der zeigt mir gerade den lieben, lieben Mittelfinger. Worauf ich eigentlich gerne eine Aufnahme, eine kleine Unterbrechung machen würde und ja, hier Bitchslap, ne? Ja, jetzt gerade angebracht nach dem Finger. Schade, dass er nicht mehr länger hier bleibt. Nein, finde ich natürlich echt schade, weil es hat Spaß gemacht eigentlich. Oh, Leute, die Musik ist aus. Fällt mir gerade mal so auf. Neuer Start. Wie sieht die Musik schon aus? Keine Ahnung. Nein, ja, so. War der Monster gerade im Bild. Ja, Fiat Lux. So eine alte Frau, nenne ich sie mal. Mit einem Grinsen wie festgetackert, wie wenn jemand sich die Lippen hochzieht und dann mit so einem, mit so einer Tackerpistole in das Gesicht die Nadel reinschießt, dass das Lächeln, egal was passiert, so bleibt. Und dann lassen die dich auch nicht in Ruhe bei Fiat Lux, ne? Das ist, wenn du da einmal drin bist, kommst du da auch nicht raus. Du trinkst so ein Badewasser. Nein, ich nenn's jetzt mal Badewasser. Die sitzt da mit ihrer Suppenkelle von der Wanne und rührt heiliges Badewasser an. Also heiliges Wasser, was in der Badewanne hergestellt wird. Finde ich auch eklig. Zumindest ist es für mich eine Badewanne gewesen, als ich mir das Video angeguckt habe. Weil wir sollten uns ein bisschen über Sekten informieren in Ethik. Da habe ich natürlich, bin ich gleich auf YouTube gegangen. Ich lese nicht gerne sowas. Und dann habe ich mir das Video dafür angeguckt. Boah, Leute. Es ist nicht mehr normal, was sie da machen. Aber nicht, was sie da machen, sondern das ist erst recht nicht normal bei Sekten. Das ist nicht normal, wie die da aussieht, so eine Krantelbart, nächstes Mal. Spliss bis zum geht nicht mehr. Ich will jetzt nicht hier so ein Friseurfuzzi tun sein, tun. Wie auch immer. Bin ich schon wieder voll? Ja, ich bin schon wieder voll. Das kann ich wegwerfen? Na, da, Spinnauge. Aber Spliss ist, naja, relativ. Und ja, was kann man denn noch so erzählen? Ich drehe mal kurz die Seite um, ob da was Neues ist, wo ich, ne, ich wurde gerade nicht in Facebook angeschrieben. Ach, Facebook, natürlich. Wo ich das gerade mal sehe. Wir werden uns natürlich auch eine, sobald wir beliebter sind, bei, wie viel haben wir denn? 50 ungefähr, ne? Ja, bei ca. 50 Abonnenten, also haut rein, Leute, los, der sieht abonnieren, bitte. Nein, Spaß. So bin, Sprachfehler. So sind wir natürlich nicht, aber wenn euch die Videos gefallen, nicht einfach nur anklicken und wieder wegklicken und gelegentlich mal wieder, war der gut? Weiß ich gar nicht. Na, guck mal rein. Sondern bitte abonnieren, wenn euch die Videos gefallen. Wir bringen täglich 2 Folgen raus. Ein Let's Play von ihm und ein Let's Play von mir. Wir finden es echt toll und würden uns freuen über Daumen hoch, Kommentare, favorisieren, kommentieren. Bla bla bla, das Ganze etc. Und die Musik ist viel zu laut. Ich mache ein nächstes Lied. So. Ja, ich produziere hier gerade ein bisschen vor. Ich habe erst, wann haben wir die letzte Aufnahme gemacht? Dienstag, oder? Ja, Dienstag haben wir die letzte Aufnahme gemacht, heute ist Sonntag. Warum ich aufnehme, ist, wie gesagt, Festplatte ist da, aber Mikrofon, ne? Und, naja. Ihr wisst, wie das ist. Headset kaputt, Mikro funktioniert nicht, Ohren werden warm. Bei Razer, nee, nicht bei Razer Megalon, das habe ich gerade auf. Sebastian. Bei Rocket Cave. So. Ihr müsst das Headset nicht schlecht machen, aber es ist zwar ein extrem geiles Headset, aber Leute, es ist nicht eine Kaufempfehlung von mir. Wenn ihr euch ein Headset kauft und Let's Playen wollt, dann kauft euch entweder das Logitech G35 oder das Razer Megalon, was ich hier gerade aufhab. Ich werde mir demnächst das Logitech G35 holen.
Das schmeiß ich weg jetzt. Sand möchte ich nicht unbedingt wegschmeißen, weil dafür brauchen wir Glas. Zombiefleisch. Lalala, lalala. So. Ja. Ich komme auch immer wieder aus dem Konzept, fällt mir gerade auf. Kauft euch das Razer Megalon, beziehungsweise Logitech G35. Das Logitech G35 finde ich meiner Meinung nach am besten, weil es hat ein Gewicht von... Wie viel wiegt dein iPhone? Es hat ein Gewicht von unter 140 Gramm. Ich glaube 135 wiegt das nur. Also extrem leichtes Headset, USB-Verkabelung, also USB-Anschluss, Einstecker. Das Rocket Cave hat jetzt... Wie viel? Ich zähle mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verschiedene Stecker. Oder 5? Ne, doch 5. Ein USB für Strom. Dann noch, die verschiedenen Kanäle, zum Beispiel Read, Sub. Also, ihr wisst, was ich meine. Vier verschiedene Kopfhörer, bla bla bla, etc. Und da ist der Vorteil beim USB-verkabelten Headset, dass das nur ein, hier, nicht Kling, sondern ein USB-Anschluss oder ein Anschluss nur braucht, allgemein. Oh man, Terraforming, da habe ich mir was vorgenommen. Ja. Ich habe jetzt schon gedacht, ich bin in eine Höhle reingefallen. Ich zeige euch mal, sieht doch bis jetzt ganz gut aus, so. Hier so gerade. Habe ich schon gut geschafft mit euch. Hier werde ich dann so einen Weg durchbauen. Zack, ungefähr. Auf dieser Höhe. Also nicht auf dieser Höhe, sondern auf diesem. Ja, der PC ist ein bisschen. Also der Minecraft ist bei Basti ein bisschen verbuggt, wie man hier sehen kann. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Entweder ist so gute Grafik. Kann aber auch nicht sein. Keine Ahnung. Hier rüberhüpfen. Hüp. Toll. Und dann werde ich mir hier so einen kleinen Angelteich machen. Hier die ganzen Gatter. Ja, genau, mit dir. Mit dir mache ich mir lange. Ja, mit dir. Ja, mit dir mache ich mal. Also mache ich mal, hier. Und mit dem da hinten. Kriegst du ein Kind. Und dann schere ich dich ab. Dann frisst du wieder und wieder. Und das ist eine kleine Reihenfolge. Oder ist das der Papa? Oder die Mama? Nun weiß ich nicht. Oder das? Wie fährt man Wolle eigentlich weiß, wenn man schwarze Wolle hat? Schnee? Nee, ich glaube nicht. Eine Wolle in Schnee tauchst, schwarze Wolle wird's auch nicht wirklich weiß. Also, wir brauchen wirklich Unmengen an weißer Wolle, habe ich ja schon mal erzählt. Für das Riesenbauprojekt hier. Da werden wir auch schon mal sehr viel Zeit benötigen. Ich weiß auch nicht, ob ich das an einem Stück mache, weil... Oder ob ich da ein paar Baustellen lasse. Werden wir sehen, Leute. Weil ich werde grob geschätzt, wartet mal, wie viel Stacks Cleanstone brauchen? Wir brauchen 17,5 Stacks Wolle, das sind 1120 Wolle, ich brauche, ungefähr 25 Stacks an Half-Step Cleanstones. Erstmal so grob über den Daumen gepeilt. Würde ich jetzt mal so schätzen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wir werden sehen, wie viel wir brauchen werden. Ob das eine Baustelle bleiben wird oder ob wir das jemals fertig kriegen. Ich krabbel hier weiter mal den Berg ab. Oh, die Musik stelle ich in Sony Vegas leiser beim Rendern. Weil die ist gerade. Ich stelle das jetzt mal allgemein ein Stück leiser. Ich krieg hier noch einen Hörschaden gleich. Jetzt höre ich meine eigene Stimme noch nicht mehr. Na, nicht mit Erde so. Ja. Was ich mir erzählen wollte, ist, was ich für ein Equipment benutze. Ja, wie man Equipment nennen kann. Ich benutze eine Maus von Microsoft, das ist die Sidewinder X8 Gaming Maus, kann ich wirklich sehr empfehlen, weil, okay, für Linkshänder empfehle ich sie nicht wirklich, weil es ist eine Rechtshänder Maus. Versteht sich. Ja, oh Mann, schon wieder.
spreche ich mit dem Kabel hoch.